Heute probieren wir aus natürlichen Materialien Farbe herzustellen. Ich verwende dafür gewöhnliche Mahogne, genauer die Mahognenbeeren. Einige kennen sie vielleicht noch aus ihrer Kindheit. Die rote Farbe ist wirklich sehr charakteristisch. Hier gebe ich noch ein wenig abgekochtes Wasser hinzu. Und schon wird das Ganze gefiltert. Als kleiner Tipp, Essig und Salz hilft beim Konservieren, damit die Farbe nicht verdirbt. Nun, schauen wir, wie die Farbe funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Ich teste es mal mit einem kleinen Element aus der Kalligraphie. Dabei fällt mir schon besonders auf, dass die scharfen Striche nicht bluten. Das liegt sicherlich auch ein wenig am Papier, aber ich bin wirklich sehr positiv überrascht. Falls ihr das selber ausprobieren wollt, wünsche ich euch viel Spaß dabei.